haben wir es davon. So, das war der Anpfiff. Das letzte Viertel hat begonnen. Ein Laufspielzug über die Außen. Ein Set, ein Lauf. Die Nummer 35, Maurice Bayer läuft wieder. So, das war der Anpfiff. Jedes Team hat für ihren Spielzug eine gewisse Spielzeit. Deswegen müssen die Jungs sich auch ein wenig beeilen jetzt. Come on, Defense. Laufspielzug direkt durch die Mitte. Dann trinkt noch mal ein bisschen Milch. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns beim Lehrgang. Okay, tschüss. Und wir haben einen Rückpass. Die Defense muss den Ball aufnehmen und sie nimmt den Ball auf. Der Läufer wird gestoppt. Die Mannschaft natürlich noch nicht so eng mit dem Zeitraum. Let's go, Defense, come on! Ein Laufspielzug gestoppt. Ein Laufspielzug. Laufspielzug über die Außen, aber der Spieler wird. Ein Kick als extra Punkt und die Schiedsrichter wird zeigen an, dass der auch. Ritterrude Badgers sind Kickoff bereit. Ein Kick. Recht hoch, nicht besonders weit. Janik Arndt nimmt ihn auf. Er trägt ihn ein gutes Stück und er ist immer noch auf dem Bein. Er kommt zu Fall in etwa an der. Los, Punkte brauchen wir. Oh, der Läufer läuft zurück. Allerdings kämpft er sich wieder nach vorne. Er vorne ist immer noch auf dem Bein und jetzt wird er. Spielzug der Knights allerdings gestoppt. Und da liegen die Flaggen wieder auf dem Platz. Es scheint, als wäre ein Ritterhuder-Spieler. Ich glaube es nicht, aber probier's mal. Ein Laufspielzug der Oldenburger und es. Das ist ja die Ansage. Wir hätten noch einen anderen gehabt. Der hätte dann nicht mit dem Kinder fahren können. Und das ist ein schöner Lauf mit einem letzten. Das ist ja der Grund, warum Göttingen nicht oben spielt. Und das als Göttingen. Göttingen ist ja wirklich nicht. Die haben ja eigentlich die Mittel da in der Stadt. Also ein Laufspielzug über die Außen von der Nummer 22, Mike Morgan. Oh, und der. Von der Nummer 90 Daniel Kai und der kämpft sich. Ein Laufspielzug, allerdings haben die. Ich sag doch, Kreis ist mein. Ein harter Tackle.
von unserem und der Running Back läuft. Ein Laufspielzug über die Außen, der Läufer wird gesch. Und auch jetzt ziehen können, aber die Oldenburger wollen natürlich nochmal in den Ballbesitz kommen, nochmal ein paar Punkte machen. Und die Ritterhuder wollen natürlich die Außenseiten der Oldenburger wegnehmen, also indem sie das aufs Knie gehen. Da gehen sie nochmal aufs Knie. Und da ist er ab.